Vielleicht sollte ich mal dies, vielleicht sollte ich... Halt die Fresse! Ich will das selber spielen. Hallo, ich bin deine Schmexer und ich bin hier, um dich auf das fantasteröse Gronkh-Stream-Archiv aufmerksam zu machen. Stream verpasst? Dann kannst du ihn auf gronkh.tv einfach nachschauen. Das war's auch schon. Dann gehe ich mal wieder und hör dir später heimlich beim Schlafen zu. Bevor wir jetzt aber in den wirklich sehr schwierigen, ja, in den schwierigen, viel Gehirnschmalz erfordernden Souls-like-ähnlichen Supermarkt-Simulator reingehen, ja, der ist wirklich hardcore, werden Videospiele immer leichter. Und ich möchte sie gleich beantworten mit Jein. Mit geht so, Digga. So lala. Mit eventuell. Mit manche vielleicht. Andere werden wieder schwerer. Ganz kurz, um euch abzuholen, ich habe früher auf dem C16 Spiele gespielt, Sachen wie Mr. Puniverse, hat mir neulich im Stream, habe ich drüber geredet, oder irgendwas Tooms Tomb oder so, keine Ahnung, Tooms Tomb oder Toms Tomb oder keine Ahnung, und die waren ultra scheiße schwer und du hattest irgendwie 3 oder 4 Leben und wenn die weg waren, es gab keine Save Points, es gab nichts, du musst immer wieder komplett von vorne anfangen, holy shit, ich habe die irgendwann mal versucht auch im Emulator zu spielen. Junge, müssen wir damals eine Geduld gehabt haben und wenige Spiele zur Auswahl, weil es gab nur die, die du hattest. Und wenn du es einmal von Datas hätte geladen hast, in einer halben Stunde, Rick Dangerous war auch unfassbar schwer. Holy shit, war das schwer. Boah, da habe ich so geflucht. Boah, König der Löwen, die späteren Level von König der Löwen. Boah, boy. Ja, also ich würde sagen, ja und nein. Einige Spiele werden heutzutage leichter und ich würde sagen, gehen mehr in Richtung Mainstream auch, damit alle die spielen können, damit alle sich wohlfühlen, damit alles irgendwie... Ich glaube, Assassin's Creed ist ein gutes Beispiel dafür. Assassin's Creed war, glaube ich, mal früher sehr knackeschwer, weil du musstest irgendwie überleben und sneaken und bla. Und irgendwann hat man, glaube ich, gemacht, damit jeder das spielen kann, ist egal, ob du sneakst, du kannst auch drauf bashen irgendwie. Du musst nur gut kämpfen können. Also... Wir schauen mal. Mal gucken, was der Ulti dazu sagt. Ich wollte jetzt nicht euch zuquatschen, ich guck mal jetzt. Wenn du vom alten Schlag bist, aus Zeiten, in denen man noch in sein Modul pusten musste, damit es richtig funktioniert, soll man aber nicht machen. Kennst du sicherlich die Antwort. Videospiele sind auf jeden Fall leichter geworden. Für jedes Dark Souls gibt es auch ein Wii Sports. Das war schon immer so und sorgt dafür, dass jede Gruppe an Gamern sich das rauspicken kann, was ihm am besten liegt. Wenn man sich aber das Durchschnittsgame von damals anschaut, merkt man, dass es im Schnitt viel schwieriger ist als das Durchschnittsgame von heute. Und das meinte ich gerade mit dem, ne, auf dem C16, auf dem C64 wahrscheinlich auch viele, auf dem Amiga auch viele. Früher gab es sehr viele kackenschwere Spiele. Und du musstest dich durchbeißen, weil... Du hattest nur das eine Spiel am Wochenende zum Beispiel. Das hat viele Gründe. Gründe, die wir in diesem Video mal ein wenig auseinanderbröseln, um diese Debatte ein für alle Male zu klären. Los geht's. Den offensichtlichsten Grund erstmal beiseite. Die Technik von damals hat viele Spiele automatisch schwerer gemacht. Eine NES-Cartridge konnte höchstens 1 MB an Daten tragen und hatte ganz, ganz viele andere Einschränkungen wie... diese hier. Spiele konnten nicht unendlich groß sein und um den maximalen Value aus einem Spiel rauszuholen, haben Entwickler diese Spiele gerne mal extra schwer gemacht, um auch Steuerung. Die Steuerung wurde im Laufe der Jahre immer mehr verfeinert und bei vielen Spielen... Viele Spiele lassen sich heute 1000-mal besser steuern als damals. Und die Steuerung war damals mit ein Teil der Schwierigkeit. Diese Art und Weise, Spielzeit zu strecken. An Spielen wie Mega Man oder Ninja Gaiden konnte man sich stundenlang die Zähne ausbeißen. Aber nicht, weil die Spiele zwangsweise so lang sind, sondern weil sie so schwer sind und man hier ewig an denselben Leveln sitzt. Mhm. Ein Faktor, der hier mit reinspielt, ist ganz sicher... Turtles in Time. Holy shit. Sicher auch, dass sich die frühen Videospiele von der Game-Design-Philosophie noch sehr stark an den Arcades richteten. Videospiele, die extra schwer gemacht wurden, um dem Spieler noch ein paar Euronen mehr aus der Tasche zu ziehen. Gibt's auch... Ich glaube, es kam ein bisschen später, ich bin mir nicht ganz sicher, aber das betrifft nicht unbedingt alle Spiele. Beim nächsten Versuch schaffe ich... Oh, Golden Axe habe ich auch so gesuchtet auf dem Mega Drive. Oh, Golden Axe, so ein geiles Spiel. Das Level ganz sicher. Abgesehen davon wurden diese Spiele auch gar keinen Raum für irgendwelche Tutorials. Megalomania, oh, wie cool. Du wurdest hier reingeworfen und wenn du nichts checkst, dann hast du Pech gehabt. Du wurdest komplett dir selbst überlassen. Ja, Moment, das stimmt aber nicht. Du hast damals immer Handbücher dabei gehabt und teilweise tendierten die Handbücher dazu, teilweise also richtige Schinken zu sein, wo alles über die Welt drin stand. Also nicht bei allen halt, ne, aber du wurdest mit der Lore abgeholt, mit der Geschichte, die Einwohner, Items und so weiter. Du hast einfach so eine Wikipedia zum Game gehabt im Grunde genommen, direkt als Handbuch. Voll geil.
Dazu noch bei manchen Spielen auch noch Stoffkarten oder sonst irgendwas von der Welt und so. Richtig geil. Heutzutage, glaube ich, genau beim Installieren konntest du damals, hast du die Handbücher gelesen einfach die ganze Zeit. Heute, Leute, keinen Bock mehr, was zu lesen. Leute skippen Tutorials weg, so hau weg den Scheiß, bla bla bla. Leute ignorieren die GUI, alles mögliche. Früher, naja. Mit der Spielanleitung, die dir manchmal vielleicht noch ein wenig helfen konnte und mehr nicht. Du weißt nicht, wo du hin musst, schon. Lauf hier einfach ein wenig rum und vielleicht findest du den Weg. Spiele heutzutage nehmen dich viel mehr an die Hand und sagen dir oft mit einer ganz klaren Markierung auf der Karte, wo du hin musst und was du tun musst. War diese Sache damals von den Entwicklern geplant, um das Spiel extra herausfordernd zu machen? Nein, es ging einfach nicht anders. Von diesen unabsichtlichen Sachen gibt's viele, wie zum Beispiel die bloße Steuerung der Spiele, die damals einfach noch nicht so ausgeklügelt war wie jetzt. Die Steuerung von vielen Retro-Spielen ist sehr schwammig, fast schon nervig, einfach weil viele Mechanics noch nicht entwickelt waren und natürlich auch wieder, weil die Technik einfach nicht mehr zuließ. Wie in jedem Medium mussten sich Videospiele erstmal entwickeln und mit der Zeit kamen Entwickler mit immer mehr Wegen um die Ecke, um die... Diese Click-Controller, ne, wo du auf dem Pad drücken musstest, damit da unten dieser Klick stattfindet, und das hat auch manchmal nicht funktioniert, wenn der Controller schon ein bisschen älter war, oder bei Joysticks bei alten, die genauso im Grunde noch funktioniert haben, wenn du nach oben drückst, dass das da unten klickt und so. Und dann, oh, das war teilweise sehr furchtbar. Die Games angenehmer spielen zu lassen, was zwangsweise dafür gesorgt hat, dass sie leichter werden. Celeste ist hier ein gutes Beispiel, da es ein Plattformer ist, der viele Sachen implementiert hat, die man mit der Zeit über das Game Design gelernt hat. Sachen wie immer noch in der Lage zu sein zu springen, kurz nachdem man die Plattform schon verlassen hat. Oder zur Seite geschoben werden, wenn man gegen eine Ecke springt, statt abzuprallen. Oder von einer Wand abspringen zu können, obwohl man nicht pixelgenau an ihr dran ist. Ja, einfach diese kleinen Abhilfen, die geschaffen werden, obwohl der Spieler nicht frame-perfect alles in einem Spiel gemeistert hat, machen. Aber Celeste ist nicht unbedingt das beste Beispiel dafür, dass Spiele leichter werden. Spiele sehr viel angenehmer im Vergleich zu Zeiten, wo es so etwas noch nicht gab. Was? Nein! Man könnte ewig so weitermachen mit Sachen, die erst mit der Zeit dazugekommen sind, wie Speicherpunkte im Laufe des Spiels. Wenn ich in Spider-Man 2 sterbe, respawn ich da, wo ich gestorben bin. Wenn ich in Battletoads sterbe, verliere ich Stunden wertvolle Lebenszeit. Boah, Battletoads habe ich als Kind, habe ich das bei uns im Wohnzimmer gezockt, auf dem großen Fernseher, 4:3. Ich glaube, der große Fernseher war so groß wie meine Screens heute hier. Ich habe es durchgespielt, stundenlang. Fakt ist, dass viele Spiele leichter geworden sind, weil die Entwickler schlauer wurden und wussten, wie sie ein Spiel zu machen haben, ohne dass es unnötig frustrierend ist. Oder ist das wirklich der Grund? Oder sind Gamer einfach Babys geworden, die an der Hand geführt werden müssen? Moderne AAA-Spiele wie God of War zeigen einem direkt nach 5 Minuten Rätseln ganz klar, was man machen muss, wo ich mir denke... Aber ich muss ganz kurz sagen, wenn du God of War spielen würdest und das und du wüsstest die Mechanik nicht und die wird nirgends erklärt und das hier wäre nicht angemalt, wer wird denn da drauf werfen, völlig random? Einfach so. Weißt du, was ich meine? Also ich finde es schon okay, dass es markiert ist, dass es sichtbar ist, dass man was machen kann. Das war auch bei Retro, also bei alten Games war das auch so. Du siehst, womit du interagieren kannst. Auf irgendeine Art und Weise siehst du es. Auch Geheimtüren bei Might and Magic oder bei Ultima. Du erkennst immer, dass da ein Pixel oder ein paar Sachen fehlen. Hier, das würden Leute nur aus Verzweiflung machen oder Leute würden in Tutorials gucken oder, nicht Tutorials, also in andere Videos gucken oder sonst irgendwo. Also, ja. Leute würden dann einfach mehr in Anleitungen gucken, die irgendwo sind, in welche Guides oder so. Komm schon. Es fällt mir schwer, irgendeine Freude zu verspüren, wenn das Spiel alles für mich löst und ich nicht das Gefühl habe, irgendeine Leistung erbracht zu haben. What about freezing the geyser under the wheel? Maybe? Hey, looks like you stopped the water flow in that trough. There's a brazier to the left of the chest. Maybe you can light it? There should be a way to turn the wheel. Eine Möglichkeit, die viele Spiele in Erwägung... Oh Gott, bei Horizon, ne? Bei Horizon immer, wenn man auch nur 20 Sekunden sich Zeit gelassen hat und einem immer die Lösung gesagt wird, habe ich gehasst. Das war richtig nervig einfach nur. Vielleicht sollte ich mal dies, vielleicht sollte ich... Halt die Fresse!
Ich will das selber spielen. Schwierigkeitsgradauswahl am Anfang, um den Leuten, die es schwer haben wollen, ihren Wunsch zu erfüllen, aber Leute, die lieber chillen wollen, ebenfalls in Ruhe zu lassen. In der Praxis sorgt es aber oft nur dafür, dass die Gegner mehr Schaden machen oder mehr Leben haben oder man selber weniger Schaden macht, was okay ist, aber oft nur eine faule Möglichkeit ist, um das Spiel künstlich schwerer zu machen. Was ist, wenn man ein schweres Spiel haben will, aber keine Lust hat, 30 Minuten auf denselben Gegner zu ballern? Ja, fühle ich aber auch. Es gibt Spiele mit adaptiver Schwierigkeit, die dieses Problem richtig gut lösen. In Pokémon Gelb kannst du dir keinen Starter aussuchen, sondern wirst gezwungen, ein Pikachu in deinem Team aufzunehmen. Dein Rivale auf der anderen Seite hat immer ein Evoli, aber wie sich das Evoli entwickelt, wird daran entschieden, wie gut du dich in dem Spiel anstellst. Gewinnst du die ersten beiden Kämpfe gegen den Rivalen mit Links, entwickelt sich das Evoli in einen Blitzer, was es in Zukunft schwerer macht, gegen ihn zu kämpfen, da Elektroattacken nicht effektiv gegen Elektro-Pokémon sind. Auf der anderen Seite, wenn du nicht so gut bist und beide Kämpfe verlierst, entwickelt sich das Evoli deines Rivalen in ein Aquana, was die Kämpfe ab jetzt leichter werden lässt, da Elektro effektiv gegen Wasser-Pokémon ist. Wenn du eins gewinnst und eins verlierst, bekommt dein Rivale ein Flamara, was einfach neutral ist. Das ist eine super coole Möglichkeit, die Schwierigkeit in einem Spiel zu regulieren. In Left 4 Dead kommen Gegnerhorden öfter, wenn du lange nicht stirbst. In Half-Life 2 findet man weniger Munition und Heilmöglichkeiten, wenn du gut spielst. Viel mehr Spiel. Deswegen habe ich nie Munition gefunden. Spieler als solche eventuell bekannt sind, greifen auf diese Schwierigkeitsregulierung zurück. Zu guter Letzt hat sich die Art und Weise, wie wir Spiele spielen, einfach verändert. Früher hast du dir ein Spiel gekauft und warst damit stuck. Wenn du etwas anderes spielen wolltest, musstest du in den nächsten Laden fahren und dir von deinem hart verdienten Geld etwas Neues kaufen. Oder noch ein bisschen weiter zurück, du hast dir Sachen in der Videothek, also Spiele auch aus der Videothek geholt oder so, und dann hast du erstmal nur das Spiel. Oder vielleicht diese zwei Spiele, dann hast du die halt immer gespielt. Bis du die zurückgegeben hast natürlich. Heutzutage hat man so etwas wie einen Game Pass mit hunderten Spielen, Humble Bundles, Steam Sales, was zu Bibliotheken führt, in denen man unmöglich alles spielen kann. Free-to-Play-Games, Indie-Spiele für wenig Geld. Wenn ein Spiel zu sehr frustriert, macht man es aus und spielt einfach was anderes. Und das wissen die Entwickler. Ja, Gaming ist heutzutage ein viel verbreiteteres Hobby als noch damals. Und ich denke, viele Entwickler wollen es den Spielern einfach so angenehm. Ah, hier gerade Red Dead Redemption 2 muss ich auch noch spielen, wie ich gerade sehe hier, ja. Wie möglich machen, um sie bei der Stange zu halten. Auch diejenigen, die eventuell nicht so gut in Videospielen sind. Ja, Videospiele werden immer leichter, aber ist das wirklich etwas Schlechtes? Ich für meinen Teil spiele... Was denn, das triggert niemanden, wenn ich das sage? Ja, na endlich! Ich habe nur gewartet. War nur Ragebait, Leute, keine Sorge, war nur Ragebait. Ich wollte mal gucken. Videospiele, um zu entspannen, um dem Alltag zu entfliehen und um einfach Spaß zu haben. Macht es mir Spaß, 100-mal hintereinander unfair zu sterben? Nein, nicht wirklich. Ich bin jemand, der bei der Schwierigkeitsauswahl gerne die leichteste Option nimmt und ich fahre damit eigentlich ganz gut. Ich bin ganz ehrlich, manchmal, ich spiele immer auf normal grundsätzlich, aber manchmal habe ich auch schon so ein bisschen Bock, wenn ich manche Spiele spiele, hätte ich einfach Bock nur auf die Story und dann sind mir aber auch die 30.000 Kämpfe egal. Ich verstehe das schon. Ich kann es nachvollziehen. Für die Leute, die es etwas schwerer mögen, gibt es auf jeden Fall immer noch genug Spiele, die die nötige Schwierigkeit mit sich bringen. Ich denke, in der heutigen Gaming-Landschaft ist für jeden etwas dabei. Außerdem gibt es ja immer noch die Möglichkeit, bereits existierende... Also, sagen wir mal, nur mal als Beispiel, du hast Spiele... Wo du spielst auf normal oder hart, bla bla bla. Aber das Spiel geht eh schon 300 Stunden. Und du hast halt irgendwie alle zwei Minuten irgendwelche Fights. Immer irgendwelche Fights und Fights und Fights und Fights. Das hat mich bei wo waren das nochmal? Habe ich vergessen, wie das Spiel hieß. Aber hat mich an einer Stelle richtig aufgeregt einfach. Und da habe ich wirklich gedacht so, oh nee, ich hab gar keinen Bock, dauernd unterbrochen zu werden in meinem Gameplay-Flow. Mit irgendwelchen aufgezwungenen Fights. Ich weiß nicht mehr, welches Game das war. Ich hab's vergessen, leider. Aber ich sehe gerade, ihr zählt gerade selber irgendwelche Spiele auf. Das heißt, euch geht's ähnlich. Ihr habt das bei anderen Spielen offenbar auch bemerkt. Bei Ni No Kuni hatte ich das auch. Ich bin's gewohnt, bei JRPGs unterbrochen zu werden mit Fights. Aber bei Ni No Kuni, ich kam keine zwei Meter weit. Ich war so ultra genervt. Oh, da war ich richtig genervt. Spiele, die man mag, aber eventuell ein wenig zu leicht sind, selber ein wenig herausfordernder zu machen, mit gewissen Challenges, zum Beispiel keine Heiltränke zu benutzen und so weiter. Das ist meine Challenge immer.
Und dann lese ich mal in den Kommentaren, benutze Heiltränke, du spielst falsch. Warum nutzt du die Heiltränke nicht? Das ist meine Challenge an mich selbst. Ich benutze möglichst wenig Heiltränke, damit am Ende des Spiels einfach 700 Heiltränke noch übrig sind, die man hätte benutzen können. Und man sich denkt, oh, ich hätte vielleicht öfter Heiltränke benutzen können. Jeder normale Rollenspieler. Gaming ist mittlerweile so zugänglich wie noch nie und ich finde es toll, dass jeder die Erfahrungen machen kann, die er will. Egal ob schwer oder halt etwas leichter. Ja, aber eigentlich ist doch gut. Ist doch eigentlich gut. Ist für alle was dabei. Die Leute, die einfach spielen wollen, können einfach spielen. Die Leute, die schwer spielen wollen, können schwer spielen. Es gibt heute mehr Spiele denn je. Es gibt schwierigere Spiele als damals. Es gibt leichtere Spiele als damals. Und manchmal gibt es Spiele, die dir alles vorsagen, obwohl du das gar nicht willst. Ja, das war von Ulti. Werden Videospiele immer leichter? Und die Antwort ist letzten Endes, jein. Das ist die einfach klare Antwort. Werden Videospiele immer leichter? Sie werden immer diverser. Also es gibt immer mehr und immer mehr Genres, die sich auffächern oder zusammengefasst werden. Immer mehr Optionen für leichteres Gameplay und immer mehr Optionen für schwereres Gameplay. Und am Ende hält sich alles die Waage und wir haben einfach nur viel zu viel Auswahl und wissen gar nicht mehr, was wir spielen wollen. Aber eins kann ich nachvollziehen. Ein Game, in dem ich an einer Stelle Ewigkeiten festhänge, irgendwann habe ich das Gefühl, ich könnte auch was anderes spielen stattdessen. Das hatte ich früher nicht das Gefühl, das ist dazu gekommen. Ein Trend ist zum Glück weg, weil ich es gerade im Chat lese, ein Trend ist zum Glück weg. Dieser Trend bei Shootern, ab und zu gibt es das nochmal, aber das ist manchmal einfach, um das Spiel zu strecken, überall die Türen zugehen und dann gibt es nicht einen Bossfight, sondern dann ist es einfach wie so Arena und dann werden 20 Gegner reingekippt. Einfach nur, um das Spiel wieder länger zu machen und so künstlich zu erschweren. Das hasse ich. Das habe ich immer gehasst, das werde ich immer hassen. Ich finde das einen komplett faulen Game-Design-Move, um Spiele künstlich zu strecken oder künstlich schwerer zu machen. Das ist nicht geil. Das ist einfach unnötig. Aber zum Glück, Arenen sind öde, außer bei Doom. Bei Doom muss jede Map eine Arena sein. Ja, bei Doom hast du ja immer Abschnitte quasi, das passt schon. Ja, aber bei, wo waren das? Bei 4-3 hat mich das so richtig angepisst. Bei 4-3 diese ewigen und da gehen wieder alle Türen zu und da kommen wieder Gegner und oh, das war so nervig. Bah. So, jedenfalls, Ulti, vielen Dank für das Video, Dankeschön. Lasst mal ein Abo bei dem guten Mann da und am besten auch ein Like. Und bei 4-3, ja, oh, Chat. Ich schicke euch einen Link raus und ihr wisst Bescheid. Ciao mit V.